Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Und hier draußen ist gerade irgendwie ein Zombie verreckert. Aber ich weiß nicht, wo der war. Es werden also auch immer mehr Gegner, sage ich jetzt mal. So. Weiß der Geier oder weiß er nicht. Ganz egal, ich töte dich. So. Schnell einen Apfel essen. Und für die Runde würde ich sagen, reicht auf jeden Fall noch das Essen. Und lassen wir wieder in die Höhle gehen. Wir brauchen aber auf jeden Fall Stickies. Und wir werden auf jeden Fall zwei Spitzhacken machen. Stopp. Einen Gang zurück. Wir haben noch Eisen. Das werden wir erstmal in den Ofen werfen. So. 18 Kohle nur. Naja, sehr viel haben wir nicht gefunden, ne? Für die Tiefe müssten wir eigentlich mehr Kohle haben. Aber was soll's. Da packen wir mal das Eisen hier rein noch. Da haben wir dann 11 Stück. So, dann können wir schon mal die erste Spitzhacke machen. Mann. Ich habe noch nie, also wirklich ohne Flachs jetzt, ich habe noch nie so eine richtige Höhlentour gemacht mit Minen und so. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, irgendwelche Zeichen zu machen. Ne? Also vielleicht, was brauchen wir denn für Bilder? Man kann ja Bilder an die Wand hängen und Pfeile dran machen. Aber ob das jetzt so gut geht, man müsste es halt ausprobieren. So, hier, das lassen wir alles da. Das auch. Ja, komm. So. Die Axt nehmen wir da hin, dann nehmen wir da die nächste Spitzhacke hin. Gut. Vielleicht sollten wir noch etwas Holz mitnehmen. Falls das nicht reicht, um Stickies zu machen. Machen wir noch eine Spitzhacke, was denkt ihr? So. So tief war sie nun auch wieder nicht, das Schwert. Wir könnten noch ein zweites Schwert machen. Einfach nur so, dass wir es halt haben. Ja, wenn man halt Eisen hätte, würde das gehen. So. Ne, so, auf der sicheren Seite. 6 Stück. Eins noch für eine Hose. Oh, das ist jetzt aber sehr. Ne, ich hätte jetzt sonst noch gesagt, hier fehlt halt noch eins. Schade. Tja, scheitert an einem einzigen Eisen. Um die Rüstung zu vervollständigen. Die Rüstung sieht natürlich noch super aus. Und wir machen uns auf in die Tiefen unserer neuen kleinen Höhle. Ach toll, Schweine, Schafe, es wird immer besser hier. So. Ich finde auch den Vorraum hier gar nicht mal so schlecht. Ja, kann man aber Truhen hin zelebrieren. Ja gut, das hätte jetzt nicht sein müssen. Da können wir hier mal noch eine Fackel reinmachen. Vorsichtshalber. So. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier weitergeht mit uns. Erstmal arbeiten wir uns da hoch und dann gehen wir in die Mine rein. Damit wir gar nicht erst auf andere dumme Ideen kommen. Zack, zack, zack.
So, hier wäre nämlich dann nichts weiter. Und hier nehmen wir einfach nur das Eisen mit. Ist das schon mal schön ausgeleuchtet. Da freue ich mich. Eisen, gut. Kohle, bräuchten wir auch bald wieder. Gut, jetzt ist die Frage, wie kommen wir am besten darunter? Das ist mir alles viel zu viel hier. Mach ich mal noch ein bisschen weg. So. Schon mal eine Fackel unten hinsetzen. Hallo? Setz mal so dahin. Ich würde am liebsten hier zumachen und ja, das werden wir auch so machen. Wir machen hier zu und dann machen wir hier den Abstieg. So viel dazu. Hier den Abstieg hin machen. So. Ja, das klappt auch super. Petrolische Geräusche. Mami. So. Ja. Ist mir alles noch nicht so ganz geheuer. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Nach hier hinten ist nichts. Es geht jetzt nur um die Seite hier. Schreien tun sie alle, aber kommt dort keiner, ja. Noch woanders welche, also ich glaube nicht, dass das jetzt alle die hier sind. Ja, ein bisschen Spannung muss ja auch drin sein mit. Das klingt auch wieder wahnsinnig nah. So. Tja, und ich würde sagen. Uah! Verdammte Axt. Halleluja. Ein Schrecken. Kommt der jetzt hier hoch? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir wissen jetzt, wo die Geräusche herkommen. Hallo, Skelettman. So. Das war jetzt ziemlich fies. Und ich habe ganz schön Schrecken bekommen. So. Nehmen wir einfach mal das hier noch mit. Vielleicht haben wir da jetzt gleich eine Einsicht in die Höhle. Okay, dann werden wir einfach so reingehen. So.
Gut, Knut, wie man so schön sagt. Ich würde halt gern erstmal die Höhle hier ausleuchten, bevor man. Geht sie überhaupt weiter? Ich glaube es bald nicht, oder? Nein. Gut. Oh, hier haben wir Eisen. Eisen, das nehmen wir natürlich mit. Und ich glaube, hier irgendwo ist noch eine Höhle. Also es geht noch weiter. Ich glaube, ich brauche einfach jetzt nur nach hier hinten weiter zu buddeln. Oder auch nicht. Gut. Das ist schon Gruselstimmung trotz Minecraft, ne? Jetzt bin ich einfach hier runtergesprungen. Und komm, das sollte man nicht machen. So. Gehabt. Ah, hier war gerade noch was. Bin ich jetzt total bekloppt? Scheint ja ganz schön was los zu sein da unten. Hab ich hier nicht gerade Steine weggeklopft? So, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Oh ja, hier ist ganz schön was los. Kommt bestimmt gleich wieder ein Creeper um der Ecke. Oder eine böse Spinne. So. Tja, ich würde sagen, da haben wir irgendwas Größeres gefunden und ich bin absolut positiv überrascht. Doch, das gefällt mir. Hier kann jetzt keiner mehr hochkommen. Creeper, alles klar. Gut. Wie ich gesagt habe. Tja, ich würde sagen, wir bauen erstmal das hier ab. Und werden es in der nächsten Folge da runterbuddeln. Ich denke, ich werde auch den Cut hier. Vielleicht mache ich hier jetzt noch einen Cut oben. Und ja, und dann werden wir halt die nächsten Aufnahmen immer in der Höhle verbringen, die Aufnahmestopps. Ich würde am liebsten immer so ein kleines Lager erstellen, dass man wirklich so einen Rückzugsort hat, dass man in Ruhe auf Aufnahmestopp machen kann. So, haben wir jetzt alles von da oben? Ja. Okay, können wir das wieder wegmachen. Und trotzdem nochmal Fackel mit da oben rein. Und wir müssen ja auch noch in die andere Richtung der Mine. Na, dürfen wir auch nicht vergessen. Müssen wir auch noch machen. So. Hatten wir jetzt hier noch irgendwo was? Nein. Kein Eisen, keine Kohle. Gut. Momentan sind ja Rohstoffe bei uns wirklich noch Mangelware. Ach, dieses Geheule die ganze Zeit. Ist nix.
Oh. Oh. Okay. Das Holz würde ich natürlich auch gerne mitnehmen, schon aus dem Grund bei mir einen Zaun bauen wollen. Ich hab hier keine Ruhe mehr, wenn jetzt hier ein Creeper kommt. Okay, naja, gut. Ob es da hinten weitergeht. Aber wir lassen die Lava erstmal dort. Von hier kann ja auch nichts hochkommen. Also haben wir hier jetzt erstmal kurz unsere Ruhe. Können das wertvolle Eisen mitnehmen. Fackeln mit rein. So, und dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal nach oben. Den Zaun nehmen wir noch mit. Dann kommen wir halt wieder über 20 Minuten, aber naja. Was wir haben, haben wir. Wenn es abgebaut, dann wissen wir, aha, hier waren wir. Also die müssen schon hier irgendwo sein, das ist Fakto. So, ich würde sagen, wir lassen es erstmal gut sein, gehen nach oben. Natürlich nur bewaffnet. So. Da geht's raus. Mit unserem schönen Guckfenster. So. Ja, also fand ich jetzt schon nicht schlecht die Folge. Ein bisschen was erlebt. Schönen Schrecken mitgekriegt. Und es regnet mal. Wahnsinn. Zwei Schweine, Zombies, und jetzt haben wir die Cleanies nicht mit, ne? Ah, gut. So, schnell schlafen gehen. Dann würde ich sagen, packen wir das Eisen noch in den Ofen rein. So. Der Kohle noch einpacken. Fackeln haben wir auch ganz schön verwurscht, würde man bei uns sagen. Ja, und ich würde dann auch sagen, Anfang der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall auch mal drum um Nahrung kümmern. Wir haben zwar noch 5 Keulchen, aber ja, wer weiß, wie weit die noch reichen. Ne? Na, mal kurz rausgucken. Schön. Tja, dann mache ich hier erstmal einen Cut und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Bis dahin. Tschüss.